Begrüßen Sie Bob. Er spielt in der höchsten kulinarischen Liga. Er ist ein Meister in Genauigkeit und Beweglichkeit. Gut gemacht. Und heute steht ihm eine schwierige Aufgabe bevor. Er soll ein romantisches Abendessen für seine Freundin kochen. Holen wir uns Popcorn. Wir wünschen ihm viel Glück. Wie kann er seinen Schwarm überraschen? Pasta ist eine gute Wahl. Zu diesem kulinarischen Meisterwerk kann kein Mädchen Nein sagen. Es wird Liebe auf den ersten Bissen sein. Bellissimo. Wie romantisch. Aber es ist Zeit, in die Realität zurückzukehren. Wie geht, wie eklig. Nun wählen wir die Zutaten aus. Wenn es keine Spaghetti mehr gibt, muss Bob nach einer Alternative suchen. Nein, Schnürsenkel sind nicht essbar. Es ist noch ein Spaghetti übrig. Er kann versuchen, es einzupflanzen und einen Spaghetti-Garten anzulegen. Aber er wird lange auf die Ernte warten müssen. Eine weitere Möglichkeit? Charade kochen. Nudeln, Pasta. Interessanter Austausch. Nudeln und Kleister. Es wird funktionieren. Verwenden wir sie stattdessen für die Zähne. Und es ist besser, normale Spaghettis zu wählen. Nein, so werden sie nicht sauberer. Die Waschmaschine hilft nicht wirklich dabei, die Dinge sauber zu halten. Aber nicht, wenn es um Gemüse geht. Ist kein Wasser mehr im Wasserhahn? Kein Grund zur Panik. Solange es noch Gletscher auf der Erde gibt, wird es auch noch Wasser geben. Oh yeah. Naja, fast. Um es kurz zu machen, es ist zu schwierig. Fließendes Wasser ist eine perfekte Wahl. Lasst uns anfangen, Spaghetti zu kochen. Zuerst brauchen wir einen tiefen Topf. Und Bob muss vorsichtig mit Pfeffer sein. Ein Hack für heiße Typen. Ups, das ist zu kompliziert. Wer den bösen Bullen spielt, kann die Spaghetti zum Umknicken bringen. Sie können sich erschrecken und sofort weich werden. Aber sie werden dadurch nicht schmackhafter. Der nächste Hack ist eine gute Option für Saunaliebhaber. Vielleicht etwas Wasser? Oh, wie heiß! Kühl, oder? Tolle Begleitung für die Sauna. Nun, das Wasser für Spaghetti kocht in 5 Minuten. Die Spaghetti kochen 5 Minuten in der Pfanne, dann noch ein paar Minuten zum Abkühlen. Wie viele Minuten muss ich Spaghetti kochen? 5, 5 oder 2? Hilfe! Wenn man Gemüse schneidet, muss man vorsichtig sein. Nun, beim Schneiden wurde keine Tomate verletzt. Oh, oh, oh. Oh, ein echter Samurai sollte nicht in der Küche stehen. Eine Schere? Eine gute Möglichkeit, den Tomatensaft überall zu verteilen. Um alles richtig zu machen, nimmst du einfach ein scharfes Messer und schneidest das Gemüse in Kreise. Toll! Die Spaghetti sind fertig. Jetzt muss Bob nur noch das Wasser wegschütten. Den Topf anzufassen war eine schlechte Idee.
Bob muss eine Topflappen nehmen, um seine Hände zu schützen. Das Wichtigste ist nicht zu verwechseln, was wohin kommt. Das Wasser mit einem Löffel aus dem Topf zu bekommen, ist einfach. Aber es wird eine Ewigkeit dauern. Eine Socke ist kein Sieb, auch wenn sie Löcher hat. Kochen und Angeln sind übrigens nicht das Gleiche. Gieße das Wasser einfach mit einem Sieb ab und lege die Spaghetti auf einen Teller. Voila! Nudeln schmecken nicht ohne Soße. Ein leckeres Gemüsedressing lässt sich ganz einfach im Mixer zubereiten. Sieht aus, als hätte jemand den Deckel vergessen. So ist es schon viel besser. Der Prozess hat begonnen. Wir sind gespannt, wie es aussehen wird. Oh, ein Gemüsebrunnen. Was zum... Sie können versuchen, einen Mixer mit einem Stab zu zähmen. Coole Soße. Aber man sollte es sich nicht zu früh gemütlich machen. Was? Wenn das Gericht fertig ist, müssen Sie sich um die Getränke kümmern. Eiscola ist eine perfekte Wahl. Aber man sollte sie nicht zu sehr schütteln. Eine Tasse schmackhafter Kaffee ist ein tolles Getränk für nach dem Essen. Mann, wie konnte das passieren? Igitt, ist das eklig. Und man kann einen Cocktail aus einer Orange machen. Nein, nicht so. Halbiere sie und presse den Saft aus. Etwas Aufwand und schon ist die frische Zitrusfrucht für seine Freundin im Becher. Alles, was auf den Tisch kommt, muss gut aussehen. Wie wäre es mit etwas Kreativem? Ups. Sei bei der Wahl des Bestecks sorgfältiger. Wie kann man ein romantisches Abendessen ohne Kerzen veranstalten? Schaffe die richtige Atmosphäre. Je mehr, desto besser. Oh, was für ein Reinfall. Vier Worte. Rufe die Feuerwehr. Jedes kleine Detail auf dem Tisch ist wichtig. Und ein Fleck auf dem Tischtuch kann alles kaputt machen. In diesem Fall ist es einfacher, sie zu ersetzen, als seltsame Tricks zu zeigen. Alles muss blitzsauber und an seinem Platz sein. Perfekt. Wenn der Moment gekommen ist, muss Bob sich wie ein Gentleman verhalten. Dazu gehört auch, dass du deine Dame nicht zu Fall bringst. Das Mädchen muss verstehen, dass du Manieren hast. Behalte die dummen Witze für einen Freund. Es ist keine gute Idee, Geschichten über all die Schwierigkeiten beim Kochen zu erzählen, die du hattest. Das verdirbt nur den Appetit. Klasse, es hat geklappt.